The Forest! Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part von The Forest. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben und ich habe mir ein kleines Lagerfeuerchen gebastelt. Und wo war unsere krasse Hütte? Ich habe irgendwo eine krasse Hütte angefangen, aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Hey, wo ist meine aus? Wahrscheinlich wird es nicht gespeichert, wenn man etwas anfängt, aber es nicht zu Ende bringt. Interessant. Gut zu wissen. Auf jeden Fall, am Anfang konntet ihr jetzt gerade den wundervollen Niklas hören. Und. Hallo? Hallo? Und wir haben hier unser wundervolles Inventar. Mit ganz viel Boost, Restores Energy. Wir brauchen aber keine Energy, wir brauchen eigentlich was zu essen. Da, Snack. Iss den Shit. Trink den Shit. Zünd dich an. Nein. oder dem ersten Part habt ihr ja sehr vollzählig geradezu reingeschrieben. Jo, mach mal noch ein Part. Jo, war voll witzig. Jo, 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 mach mal noch einen. Und. Das lasse ich mir dann natürlich nicht nehmen, denn das Spiel macht mir ja auch auf jeden Fall Spaß und dann mache ich natürlich noch ein Pärtchen. Ein Pärtchen. Ein Pärtchen für euch, ein Pärtchen. Ich habe heute auch gar nicht so ein großes Thema. Ich habe einfach einen Stein in der Hand, das ist doch abnormal. Ich habe gar nicht so ein großes Thema, was ich anschneiden will. Das einzige Thema, was Ist ich ihn. anschneiden kann, ist das, was heute auch im zweiten Video nochmal angeschnitten wird und was ich gestern schon ein wenig angeschnitten habe. Vielleicht haben das ein paar Leute gesehen. Ich habe eine Kampagne bei Patreon oder Patreon, wie es richtig cool auf Englisch heißt. Auf Englisch klingt eh immer alles tausendmal cooler. Und ich sollte mir langsam jetzt mal hier ein Ziel suchen, damit ich mal weiß, was ich hier nebenbei machen soll. So, ich habe ein Feuerzeug. Warte, das Feuerzeug kann ich aber lieber erstmal wegpacken, weil es ist noch nicht dunkel. Wie kann ich das Feuerzeug wegpacken? Was habe ich jetzt gemacht? Hilf! Was tue ich hier gerade? Die pure Verzweiflung. Ja, echt Er so. steht hinter dir. Ah! Oh Gott, ein Hase! Ein Hase! Ich habe den Hasen umgebracht. Tut mir leid. Hellseherische Fähigkeit. So, das Thema, was ich ansprechen wollte. Ihr kennt das ja, ich bin immer verpeilt. Wir fällen nebenbei diesen Baum. Das Thema, was ich ansprechen wollte, ist Patreon. Ich habe eine Kampagne auf Patreon gestartet und ich habe auch im Video, was heute um 17:30 Uhr kommt, das ist ein Minecraft-Video, habe ich ein bisschen drüber geredet, was Patreon überhaupt ist und warum gerade ich als alleiniger YouTuber da so eine Kampagne starte. Patreon ist in etwa sowas wie Kickstarter. Und Kickstarter werden mit Sicherheit Leute von euch kennen. Da bezahlt ihr einen einmaligen Betrag und unterstützt ein Projekt, was in der nächsten Zeit verwirklicht werden soll. Und Patreon ist eigentlich genau das Gleiche, nur mit dem einzigen Unterschied, dass ihr erstens mich dadurch unterstützt und zweitens, dass ihr Dingsbums, was sollte ich sagen? Und zweitens, dass ihr das monatlich macht. Also ihr könnt dann monatlich mich dort unterstützen mit einem kleinen Betrag. Und den Betrag könnt ihr euch dann natürlich auch selbst aussuchen, wie viel ihr da pro Monat reinstecken wollt. Und es fängt gerade hier in dem Spiel an zu regnen. Das sieht wunderschön aus. Und dazu kommt auf jeden Fall im Minecraft-Video sind da mehr Infos drin. Aber falls ihr wollt, könnt ihr gerne schon mal in der Kampagne reingucken. Die ist immer in der Beschreibung jetzt unter dem ihr könnt mich mal unterstützen Link. Und das war auch eigentlich schon das Wort zum Sonntag, was ich überhaupt alles so erzählt haben wollte. Das habe ich jetzt innerhalb von 3 Minuten erzählt. Was sage ich jetzt in den nächsten Minuten? Hilfe. Wie geht das? Ich habe noch nie Let's Played. Niklas, hilf mir. Wie viel Zeit musst du denn noch füllen? Das ist so viel. Erzähl über erzähl über deinen Schultag. Oh, okay. Ich hatte heute einen Schultag. Wir haben Fuck You Goethe geguckt. Es war cool. Ich habe wirklich heute das erste Mal Fuck. Ich habe heute wirklich das erste Mal Fuck You Goethe geguckt. Ich muss sagen, der Film ist ja der Hammer. Also, Ich habe ihr den könnt schon gerne ja mal in zehnmal die, gesehen. ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Fuck You Goethe kennt und ob ihr den auch schon gesehen habt. Ich muss ehrlich zugeben, für einen deutschen Film ist das der Hammer. Ich bin ja, muss ich ehrlich zugeben, echt so voll der Antipatist gegen deutsche Filme. Bah! Ich habe einen Shelter gebaut. Yeah. So, und als nächstes werden wir uns ein größeres Lagerfeuer bauen. Fire Pit, use this fire to light up your camp. Obwohl, ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, man soll nicht unbedingt ein Feuerchen machen, weil das die Kannibalen anlockt. Das will ich auch nicht unbedingt. Kannibalen, Alter! Was ist das für ein Spiel, ey? Stimmt, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass Nick das überhaupt keinen Plan hat von dem, was wir hier gerade machen. So. Rat mal, was ich gerade spiele, ey. Minecraft? Besser. Ich hab Angst. Nee.
So. Egal, spiel weiter. Das. Was auch sehr interessant ist, ist, in der letzten Folge sind wir damit, haben wir uns verabschiedet, dass die Kannibalen bei mir aufgetaucht sind. Die haben sich jetzt wieder verzogen, weil wahrscheinlich auch schon jetzt Tag wurde und deswegen haben sie sich verzogen. Aber ich habe auch schon öfter gesehen, dass man in eine Höhle gezerrt wird von denen. Das sah echt richtig cool aus. Da muss ich zugeben, dass ich das noch nicht mal kacke fände, wenn die mich mal in so eine Höhle mitnehmen. Dann machen die Oompa Loompa mit mir. So, was ist das? Bist du dann so tot? Can be cooked on a fire. Moment. Momento. Wir haben hier ein Feuerchen. Und wir haben hier ein... C. Nee. Was ist das denn für ein cooles Spiel? Ich brate gerade einfach so einen Hasen. Warte, wie lange muss ich jetzt warten, bis der geröstet ist? Das sieht gerade so aus, als ob der Kopf gleich schwarz wird. Und der Rest ist einfach mal... Normal. Ist das der Hase? Oh, der Hase. Der Hase? Der Hase. Vor dem ich dich gewarnt habe. Oder ist das ein anderer Hase? Ah, da ist jetzt so ein I-Zeichen. Oder was soll das? Was soll mir das sein? Das sieht aus wie Pac-Man. Ja, ich würde das gerne essen. Bitte gib mir dies. Hungry, find something to eat. Ah, da, eat. Richtig gut. Ich habe gerade mein erstes Essen zubereitet. Yay! Sehr cool. So. Wir können natürlich auch Fallen bauen. Happy Birthday Trap. Das ist doch mal eine schöne Falle. So eine richtig schöne Happy Birthday Trap. Wir können auch einen kleinen Garten bauen. Was man hier alles bauen kann, ist abnormal. So, ich glaube, ich baue mir jetzt einen kleinen Garten. Ja. So. Dafür benötigen wir unsere Axt. Unsere allzeit beliebte Axt. Hyperstrahl ist deutsch. Hat dich gerade zu Counter-Strike Global Offensive eingeladen. Glückwunsch. Toll. Das ist gut. Das freut mich. So. Wir sind echt gerade schon wieder so ein bisschen dreckig. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal wieder duschen. Das letzte Mal ist jetzt auch schon 2 Wochen her. So. Heidewitzka. Der Regen hat langsam aufgehört. Aber was ich sehr, sehr schön an dem Spiel jetzt gerade finde, ist, hört ihr das im Hintergrund? Hört da mal hin. Das sind so kleine Regentropfen, die jetzt so von den Blättern noch abtropfen. Und da ist ein Hase. Oh, Essen. Wie der Hase geflogen ist. Und das tut mir manchmal voll leid, dass ich so Hasen umbringen muss, damit die essen kann. Die tun mir voll leid, die kleinen Viecher. So. Du oder die Hasen? Die Hasen tun mir leid. Die Hasen, nein, ich meine, entweder wirst du gegessen oder die Hasen. Achso, ja. Stimmt also, irgendwo. Ich habe das Spiel immer noch nicht verstanden. Tut mir leid. Ja, ich kann es dir mal kurz erklären. Also in The Forest geht es halt darum, wir sind ein Typ, der in einem Flugzeug war und nach, was weiß ich, Lampukistan fliegen wollte. Und das ist dann abgestürzt und irgendwie einheimische Kannibalen haben unseren Sohn entführt. Und wir sind jetzt hier und müssen überleben und unseren Sohn wiederfinden. Zumindest schätze ich, dass das irgendwie das Story-Konzept ist. Also das Ding ist, unser Sohn wurde am Anfang irgendwie von uns weggenommen. Und wir wissen halt... Oh Gott, du Stück Scheiße! Oh, und da sind die Einheimischen auch schon. Boah, ihr seid so kacke, wisst ihr das? Oh, ihr blöden Viecher. Ich leg mich jetzt einfach schlafen. Ne? Tschö. Gute Nacht. So. Ihr seid ja immer noch hier! Sag mal, wisst ihr, was es heißt, ein uneingeladener Gast zu sein? Das seid ihr gerade. Oh Gott, komm hier nicht so hin gerade. Ich hack dir den Kopf ab. Das Problem ist, dass die zu dritt sind. Und wir sind allein. Allein, allein. Ich finde es, gerade ein wenig... Wow! Was hat der Typ denn mit mir gemacht? Der hat mich gerade in eine andere Dimension geboxt. Was passiert jetzt mit mir? Boah, ich habe gerade richtig Angst. Na los. Okay, wir sind in einer Stalaktithöhle. Boah, nee. Ich hab so nichts zu essen. Ich hab so... Hier ist meine Axt. Die haben hier einen anderen umgebracht. Das könnte ich sein, der da oben... Der da liegt. Oh, shit, Mann. Ich will ja nicht sagen, aber wir sind so richtig, richtig schön... Gefickt, Jungs.
Oh Gott, wir gehen gerade in so eine richtig, richtig dunkle Höhle. Oh Gott, macht mir das gerade Angst. Und jetzt geht mein Feuerzeug aus. Leck mich, oh. Macht mir noch mehr Angst, ey. Geht's hier irgendwo raus? Weil ich will echt nicht so lange bei den Leuten hier so übernachten. Ich meine, war cool bei euch. Bitte nie wieder. Ich gehe dann mal. Danke für die nette Unterkunft. Ich bin dann wieder weg. Das Ding ist, ich habe bis jetzt noch keine Kannibalen gefunden. Und das ist so deren Ort, wo die ihre Beute hinbringen. Das heißt, hier müssten eigentlich Kannibalen sein. Das macht mir, glaube ich, an dem ganzen Kram hier gerade am meisten Angst. Oh Gott, jetzt erschrecke ich mich schon allein, weil mein Feuerzeug nicht funktioniert, ey. Und komische Geräusche macht. Was ist das denn? Hier ist so ein Reisekoffer. Was haben die denn hier alle mitgenommen? Ist ja voll interessant. Sehr, sehr, also ich finde, das ist gerade richtig gut inszeniert, weil das so ein bisschen so widerspiegelt, wie Einheimische umgehen würden, wenn plötzlich irgendwelche anderen Leute in ihr Gebiet eindringen. Die haben so einfach deren Koffer geklaut, so nach dem Motto so, was ist das, erstmal angucken. Sieht aber so aus, als ob wir jetzt langsam an die Oberfläche kommen. Man sieht ja auch auf der Map sozusagen, vor uns sehen wir, da oben ist irgendwo unser Haus, da müssen wir halt irgendwie hin. Und da würde ich auch echt gerne schnell hin. Weil ich echt ziemlich viel Angst habe in dieser Höhle. Oh Mann, ey. So. Boah, die Effekte hier drin in den Höhlen sehen auch unglaublich gut aus. Echt. Boah, die haben ja einfach so Leute aufgehangen. Ihr kranken Menschen. Boah. Also ich könnte mir echt nicht vorstellen, Kannibale zu sein, ne? So anderes Fleisch zu essen, das ist, glaube ich, nicht so cool. Wie komme ich hier raus? Das war nicht gut. Das war, glaube ich, gar nicht gut. Okay. Wir sind draußen. Wir sind aus der Höhle raus. Jo. Renn zu deinem Zuhause, mein Kind. Oh Gott, ey. Das war gerade gut. Da sind Zelte! Was? Da sind Zelte, Mann! Hier leben so normale Menschen. Warum sind hier Zelte? Warum sind hier Zelte? Ich weiß es nicht! Nick, das ist für die Dramaturgie hier. Da kann ich so viel. Ich versuche extra gar nichts zu sagen. Den einen oder anderen schwitzigen Stellen. An schwitzigen Stellen brauche ich einen schwitzigen Kommentar. Ja. So, ich würde sagen, ich hau mich jetzt hier nochmal in meinen Shelter rein, der immer noch wunderschön aussieht. Also bitte mal, ne? Es muss ja auch mal hier appreciated werden, wie schön das hier aussieht. Und ich würde sagen, das wäre es dann jetzt auch schon für den zweiten Part The Forest. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal bitte eine positive Bewertung da. Ihr könnt halt, wie gesagt, auch einen Kommentar schreiben zu... Wir hatten irgendeine Frage am Anfang, die voll bescheuert war. Auf jeden Fall... Raus. Schreibt das in die Kommentare. Genau das, was er gerade gesagt hat. Schaut euch unbedingt mal meine Patreon-Kampagne an, die in der Beschreibung steht. Wir sehen uns hoffentlich um 17.30 Uhr bei dem Informationsvideo, wo es noch mehr Informationen gibt zu der Patreon-Kampagne. Bis dann, euer Brain. Niklas darf auch noch ein Wörtchen zum Schluss sagen. Ein Wörtchen zum Schluss. Bis dann.